So, was geht, Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnitch. Und willkommen zu einem erneuten Live-Commentary von mir. Und, Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnitch-Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Ja, ich bin vor kurzem aufgewacht, hab mich geduscht und dachte mir, machst du doch einfach mal einen Live-Commentary? Wieso denn nicht? Und was mir einfach aufgefallen ist, so gestern habe ich nämlich angefangen wieder mit dem Xbox zocken, da ist mir einfach übertrieben aufgefallen, dass ich weiß nicht wieso oder ich weiß nicht, ob es nur gestern so war, ich habe keine Ahnung, aber als ich gespielt habe, habe ich einfach gemerkt, dass die Gegner irgendwie übel schlecht sind. Ich bin in eine Horde von Gegnern reingesandt und hatte einfach keine Angst, weil ich genau wusste, ich bin besser als die. Wieso ich das wusste, liegt komischerweise daran, weil ich PC gespielt habe. Und das beweist auch einfach, dass wenn man PC-Spieler ist, ein guter PC-Spieler natürlich ist, dann ist man auch sehr gut auf der Konsole eigentlich. Und da ich so ein mittel- bis guter PC-Spieler bin, bin ich natürlich schon wesentlich besser auf der Konsole. Hoffentlich habe ich jetzt kein schlechtes Spiel und muss mich danach nicht rechtfertigen oder so. Aber ich wollte nochmal erwähnen. Also ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl bekommen, das heißt, wenn ich auf PC übe, besser zu werden, übe ich also quasi auch hier besser zu werden. Wir zocken erstmal zum Aufwärmen ein bisschen Team Deathmatch. Eigentlich zocke ich immer zum Aufwärmen vielleicht für alle, aber ist auch egal. Und komischerweise habe ich ein Spiel gefunden und ich rede jetzt mich schnell, kann das sein? Scheiße. Egal, wir spielen auf Slums heute, weil ich Lust habe. Und das hier ist ein Countdown, den ich starte für Ghosts und ab jetzt, ab genau heute, ich denke heute lade ich auch das Video hoch, sind nur noch 9 Tage übrig, bis das Spiel rauskommt. Ich bin aufgeregt und deswegen werde ich einen Countdown machen einfach, nur noch 9 Tage und jetzt werde ich jeden Tag einen Live-Commentary machen, wo ich halt so einen Countdown starte. Wisst ihr, und immer sage, okay, nur noch 9 Tage, nur noch 10 Tage, nur noch 350 Tage. Okay, das ist unlogisch, aber ist egal. Ja, für das nächste Call of Duty, für Black Ops 2. Für Black Ops 3. Ach, keine Ahnung, ich bin gerade aufgestanden, tut mir leid. Verzeiht mir, Alter. Gib den Kuss. Spaß, ich bin nicht gay. Doch, vielleicht ein bisschen. Kleiner Scherz an den. Und schaut euch mal, wie einfach das ist, Alter. Ich spiele nicht mal gut, aber ich fühle mich einfach so sicher, Alter. Ich weiß nicht, woran das liegt, ey. Vielleicht liegt es daran, weil ich behindert bin. Kann das sein? Nein, bin ich nicht. Nein! Fuck, Alter! Er campt doch die ganze Zeit, Alter, der kleine Camper. Oh, kann ich meine Nachbarn damit auch gleichzeitig aufwecken? Finde ich auch ziemlich gut. Damit die ein bisschen wach werden, Alter. Da kommt er lang. Ja, dich habe ich bekommen, Alter. Du läufst nicht mehr hier entlang. Glaub mir, der wird nie wieder hier entlang laufen. Und mit C4 kann ich auf PC gar nicht so gut umgehen. Aber der Camper, mit dem muss ich umgehen können. Aber kann ich natürlich auch nicht umgehen. Ist okay, Leute. Ich bin nicht sauer. Ich bin gerade aufgestanden. Das wäre ich sauer, Leute. Ich bitte euch. Wart ihr schon jemals so richtig sauer? Seid ehrlich. Also ich war noch nie sauer. Oh, der kommt hier lang gelaufen. Kommt noch mehr? Nein, komm nicht. Da, seine Freunde haben Angst vor mir. Ich wusste es. Die laufen 100% nicht hier lang. Was versucht er da? Versucht er Parcours zu machen? Parcours ist nur für starke Leute wie mich. Also bitte auf damit. Oh, da kommen seine Freunde. Habe ich ihn geholt. Easy going. Und bald habe ich wieder meine Drohne. Verdammt, je. Meine Drohne ist am Start gleich. Wo sind die denn alle, Alter? Da sind die alle. Keine Sorge, Leute. Ihr werdet alle sterben. Oh, scheiße, Alter. Wo sind die denn jetzt? Mir fehlt nur noch ein Kill, Alter. Und dann... keine Ahnung. Da sind sie also. Da sind sie also. Oh, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin aufgelegt. Oh, ich hab eine Drohne. Spaß. Ich würde mich freuen. Ist klar, Alter, Danny. Ist klar, als würde sich Danny niemals freuen. Ich weiß nicht, wieso. Aber heute rede ich ziemlich schnell, kann das sein? Ich weiß echt nicht, wieso. Da ist keiner, okay. C4 ist so auch so ein Ding irgendwie. Da frage ich mich echt, wie das ein Ghost so wird. Ah, der hat die Drohne. Ernsthaft, der nimmt sich ernsthaft die Zeit, um eine Drohne zu zerstören. So, Leute, ich bin 9:4. Ich muss immer warm werden. Ich bin da ziemlich unwarm. Gibt's das überhaupt? Ich weiß gar nicht, Alter. Bin ich unwarm? Ich bin unwarm, ja. Definitiv. Oh, der muss sterben. Mein Aiming ist auch im Moment nicht so gut, weil ich gerade aufgestanden bin. Aber ich will mich auch gar nicht aufregen. Also bitte, komm, tut nicht so, als würde ich mich aufregen. In Wirklichkeit regt ihr euch viel mehr auf als ich. Also nimm das, du Bastard. Oh, Double Kill mit C4. Danny Burnish ist am Start und so. Und mein Aiming ist natürlich wieder das Beste ever, Alter. Und der, keine Ahnung, was der versucht, Alter. Ich glaube, der versucht einfach gay zu sein. Hat er auch erfolgreich geschafft. Und da kommt sein Kumpel angelaufen mit dieser scheiß AK, keine Ahnung, wie der auch immer heißt, Alter. Wie der auch immer heißt. Ja, als wäre die Waffe so männlich oder so. Nicht witzig? Oh, schade. Ja, was geht, Mr. Sniper? Keine Sorge. Kein Sniper erlaubt hier in meiner Map. Was, das ist nicht meine Map? Die gehört den Spielentwicklern?
Doch, das ist meine Map, definitiv. Oh, da kommt der Kumpel rein. Mann, verdammte Scheiße, ich muss immer warm werden. Oh, das ist immer so, wenn man aufgestanden ist. Ich bin heute aufgestanden, habe mich geduscht und habe immer noch dieses gewisse Etwas in den Augen, so dass ich meine Reaktionszeit nicht wirklich... Dass meine Reaktionszeiten nicht wirklich so die besten sind. Verdammte Scheiße. Naja, ihr kennt mich ja. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich ein besserer Spieler bin. Aber gut, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Außerdem ist ein Live-Commentary, da will ich mal den ersten Versuch nehmen, weil das... Oh, der kommt da hier lang. Ja, ich wusste es. Und der campt da im Haus. Ja, ich wusste es. Wie immer eigentlich. Und da kommt jetzt auch jemand. Nein, ich wusste es nicht. Scheiße. Verdammt, scheiße, wo sind die? Ah, eine Granate, ich werde angegriffen. Oh mein Gott. Oh, alles gut. Oh, der Sniper ist dahin. Oh, oh, pass auf, Teammate. Er kommt hier lang. Oh, ich wusste es. Woher wusste ich es nur? Vielleicht habe ich ihn vorher gesehen. Ja, habe ich auch. Okay. Okay, lass uns da lang rennen. Die campen. Oh. Vor allem, ich habe auch gemerkt, so viele Leute zocken mehr auf hier. Oh mein Gott. Oh nein, ich habe mich selber gestunt. Nein, aber auch ihn. Nein, und da kommt sein Teammate an, Alter. Wow, schrecklich, ey. Was geht denn los? Oh, da. Nicht mit mir. Reaktionszeiten. Ah, hab ich mal wieder erfolgreich bewiesen. Jetzt läuft C4 dahin, um den ein Geschenk zu machen. Scheiße. Scheiße, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt sterbe, Alter. Oh, ich fühle mich echt nicht sicher, Alter. Aber auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so am besten spiele. Oh, scheiße, da ist irgendwas los, Alter. Wer klopft an die Wand? Was macht der da, Alter? Ist der behindert? Kann mir jemand erklären, wieso er mitten... Nein, oh, verdammte Scheiße, Alter. Da dachte ich, ich hole die jetzt alle weg. Aber das Wichtige, ja, 32-11, Alter, was ist denn da los, ey? Das Wichtigste einfach, dass mein Team gewinnt. Das ist mir auch in letzter Zeit ziemlich wichtig. So, dass ich nicht immer einen guten Score habe, weil... Ganz ehrlich, wenn ich einen guten Score habe und mein Team dann trotzdem verliert, dann ist es irgendwie gar nicht so... Und hier ist ein Taktik-Einstieg und der hat mich nicht gesehen. Finde ich gut. Ja, fuck yeah! 34-11. Könntet ihr bitte vielleicht aufhören, an die Wand zu... danke. Ja. Einfach nur eine grandiose Killcam. Ich weiß zwar nicht, was ihr dazu sagt, aber ist gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, passt auf, Leute. Jetzt werde ich noch ein paar Spiele spielen, weil ich aber extrem Lust drauf habe. Und ich muss mich auch auf Ghosts warm machen. Ich werde es für alle Konsolen bekommen. Ihr wisst ja Bescheid. Kann ich mit allen von euch Freunden und Freundinnen zocken. Und ja. Ah, ich weiß nicht, auf welcher Map wir spielen sollen. Was läuft denn bei dem schief, Alter? Ich würde ihn... Lass ihn mal auf Stumm stellen. So. Vor allem, das ist auch so eine kleine Aufwärmung. Weil ich werde wirklich... Ghosts werde ich wirklich auf Xbox und PC am Anfang erstmal zocken. Die neuen Konsolen kommen ja ein bisschen später raus. Also werde ich die nicht sofort zocken können. Und ja. So viel kann man dazu sagen. Was ist denn da los, Alter? Ziemlich windig draußen. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Die Kamera ist zu schlecht. Oder zu hell. Was? Ach, das ist... Ach, das bist du. Das Teil klopft die ganze Zeit gegen meine Scheibe. Hör auf damit! Geht doch, Alter. Sorry, ich musste... Der Wind hat mal wieder rumgespielt. Bei mir ist der Wind lebendig. Mit dem kann man reden. Ha, fuck yeah, Hijack. Ich mag Hijack, um ehrlich zu sein. Auch wenn das so eine kleine verfluchte Map ist, wo die einfach jeder... Ich hoffe, ihr hört das nicht. Boah, egal. Auch wenn das so eine kleine verfluchte Map ist, die eigentlich jeder wählt, so. Was mich ziemlich eigentlich anpisst, aber ist ja in Ordnung. Ich vergebe der Map. Ich meine, die Entwickler haben die Schuld, nicht die Map. Obwohl die Map ein Teil der Entwickler ist. Nee. Ach, keine Ahnung, ist ja egal. Los geht's, Leute. Auf jeden Fall müsst ihr am Anfang immer die Ultra-Wechseltaktik machen. Einmal zur Pistole wechseln. Wieder wechseln und dann wieder wechseln. Das ist das garantiert in den Erfolg. Schaut euch mal an. Nein, hat nicht geklappt. Oh, scheiße, der liegt da. Oh, es hat mich nicht gesehen. Oh, scheiße. Dein Teammate kommt da. Ja, habt ihn bekommen. Oh, ich weiß zwar nicht wie. Auch wenn mein Aiming total schlecht ist im Moment. Aber ist noch okay. Oh, oh, what the fuck? Ah! Dich hab ich auch bekommen. What the fuck? Get up! Was ist so? Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Alter. Er ist mir nicht zerstört, nur. Wieso habe ich ihn nicht zerstört und seine kleinen Klöten? Komm schon, wo bist du, Alter? Ich sehe die alle gar nicht. Cheaten die? Wieso cheaten die ganze Zeit? Komm schon, stopp, stopp, stopp. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das gerade aufregend, Leute? Ich bin ziemlich... Motherfuckers, Leute! Stopp, alle! Alle! Stopp, alle! Oh, ja, Mann, Alter. Oh, scheiße, 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 scheiße. Danny. Okay, alles gut, Leute. Bleibt alle ruhig. Oh, da kommen seine Freunde. Die greifen alle an. Oh, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Ich bin nicht da. Ich bin nur eine Imagination, Imagination. Ey, bam, bam. Mein Englisch ist das Beste ever. Da. Kommen deine Freunde? Nein, kommen die nicht. Gut, dann bist du ja ganz alleine. Okay, lass uns jetzt einfach hier warten. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht. Nee, lass nicht hier warten. Das ist keine gute Idee. Lass uns mal eine Granate werfen. Okay, die müssen hier irgendwo chillen, Alter. Nein, tun die aber nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ich bin ziemlich aufgeregt. Nein! Kurz vorm Orbi. Und nächster Satellit. Und keine Ahnung. Mama. Mütter, ich mag Milfs. Fuck yeah. Du musst auch sterben. Oh Mann, Alter. Ich hatte jetzt Orbi und Hubschrauber. Nur wegen diesem einen Tod, Alter. Verdammte Scheiße aber auch. Was willst du denn jetzt hier? Junge, was kämpfst du eigentlich? Was erwartet? Junge. Diese Camper die ganze Zeit. What the fuck? Ah! Alles gut, Leute. Als würde ich mich jemals aufregen. Ich habe mich noch nie aufgeregt. Habt ihr mich schon mal aufregen gesehen? Unsinn. Einfach nur Unsinn. Ich weiß zwar nicht, was mit euch los ist, aber irgendwas läuft mit euch wirklich schief. Verpiss dich mit deinem Scheiß, Alter. Oh, der kriegt mich natürlich noch. Obwohl ich hinter der Wand bin. Hier ist auch ein richtig geiler Spot. Kann man durchschießen. Denken die Leute gleich, ich habe ein Aimbot auf PC, Alter. Was ist denn da los, Alter? Stirb, du Camper. Boah, ich muss echt warm werden für Ghost, Alter. Ich will da unbedingt einen Roto Commander drin machen. Oh, da der Sniper campt da natürlich. Was auch sonst. Die habe ich beide bekommen. Ich weiß zwar nicht wie. Hey, hör auf, mich zu verfolgen, okay? Hör auf mich. Oh, scheiße. Die spawnen jetzt wieder da hinten, Leute. Wetten, da kommt einer gleich rein. Ha, dann nicht. Ha, hab dich erwischt, Alter. Oh, der greift von hinten an. Das ist nicht gut. Eine Drohne habe ich. Alles gut, Leute. Ich habe alles unter Kontrolle. Nicht gut. Teammate, hör auf damit, bitte. Erschreck mich nicht. Okay, die kommen jetzt alle entlang. Alle. Oh, die habe ich alle nicht bekommen, Alter. Aber ist gar nicht so schlimm. Ich war einfach eine Granate. Verdammte Scheiße, ich habe keine Munition mehr, Alter. Okay, aber den haben wir noch bekommen. Nehmen wir einfach seine Waffe hier. Das ist ziemlich chillig. Oh, verdammte Scheiße. Ich war natürlich wieder zu wagemutig. Too eager. Ich lerne gerade Englisch. Englisch Vokabeln. Ich wollte euch einen Tipp geben, ne? Und zwar, wenn es um Englisch Vokabeln lernen geht. Wow, ich habe Aimbot an. Definitiv, Alter. Ich habe definitiv ein Aimbot an. Verdammte Scheiße. Wenn es um Englisch Vokabeln lernt. Guck mal, ich habe mir jetzt das Wort zum Beispiel. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ungefähr kann man sich das so merken, ne? Oh, da liegt eine neue Waffe. Die wollte ich aufheben. Sagen wir B-Rings. Heißt Orientierung, ne? Wenn ihr zum Beispiel in der Schule Vokabeln lernen sollt, dann merkt ihr es einfach so. Ein Bär hat eine gute Orientierung. Ich habe mir halt dieses B-Rings-Wort durch das Wort Bär gemerkt. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ein Bär eine gute Orientierung hat. Und das bleibt einfach im Kopf, die Vokabel. Die vergisst ihr nie wieder. Und so könnt ihr jetzt ab jetzt in jedem Vokabeltest eine Eis schreiben. Ihr müsst mir nicht danken. Gebt mir einfach beim Abo-Treff ein Snickers-Eis. Ist auch in Ordnung. Oder auch zwei Snickers-Eis. Und dann schreibt ihr in jedem Vokabeltest eine 1. Glaubt mir. Fuck! Ah, verdammte Scheiße, jetzt wollte ich diese Granate werfen. Nee, aber der Tipp ist wirklich gut. Ich habe mir sogar ein Wort namens auf Lateinisch, das heißt das. Gemerkt. Das heißt irgendwie Lavendel, ich bin mir nicht sicher, das ist ja Baden. Ich wollte es mir nicht mal merken, aber durch diese Methode habe ich mir einfach gemerkt. Und ich vergesse es auch nicht wieder. Wollte ich euch nur mal so sagen. Hätte ich das damals gewusst, dann wäre ich schon viel weiter, Alter. Und diese... Oh Mann, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie viel? 25, 10, Alter. Was ist denn da los, Alter? Wie schlecht bin ich denn? Junge. Und das alles nur wirklich, weil ich durch davor gestorben bin, Alter. Stirb, du Bastard, Alter. Was denkst du, wer du bist? Kleiner Camper. Da kommt ein Sniper-Kumpel eingelaufen. Nicht und mir, Sniper-Kumpel. Alles wird gut. Oh, scheiße, Alter. Nein, oh, nein. Wie kann man noch Schlussfilm benutzen? Ich weiß nicht. Nase, hör auf, Geräusche zu machen, bitte, Alter. Meine Nase macht ab und zu mal Geräusche. Nein, du killst nicht mein Teammate. Teammate, ich habe dein Leben gerettet. Also, bedank dich. Was, er will sich nicht bedanken? Du bist echt unhöflich. Schon wieder habe ich dein Leben gerettet. Nicht schon wieder. Du bist tot, aber das geschieht dir recht, weil du nie Danke sagst. 30:12, Leute. Ist gar nicht so schlecht. Ich werde jetzt einfach noch ein Spiel spielen.
weil ich Lust habe. 30-12, 2,50. Ja, ich muss sagen, es ist jetzt nicht so atemberauschend, ne? Aber ich meine, es ist ja auch nicht so schlecht jetzt, so kann man nicht sagen, ne? Auf jeden Fall, Xbox zocken nach so langer Zeit macht immer wieder Spaß. Irgendwie, wenn man Xbox zu lange zockt, dann wird Black Ops 2 einfach langweilig. Ich kann mich noch an meine Zeiten erinnern, wo ich so wirklich, warte, wie alt war ich da? Ich glaube, da war ich 15 oder so. Nee, oder 16 oder 15, bin mir gar nicht so sicher. Aber eines davon, da habe ich eine Sommerferien mal richtig durchgezockt. Nur durchgezockt. Das war MW2, da habe ich die ganze Zeit nur zu Hause gehockt. Und das war wirklich so ein Spiel, wo ich wirklich richtig süchtig danach wurde. Und endlich hat mein Team jetzt irgendwie Snickers gegessen und sind auf ihr Leben klargekommen und haben wenigstens eine andere Map jetzt gewählt. Standoff ist übrigens eine richtig geile Map, also kann ich mich nicht beschweren. Was ich mir aber wünschen würde, so für Ghosts, was richtig geil wäre, ich meine, das haben die schon eingeführt, wenn die Afghan wiederbringen können. Weil, ich meine, die müssen doch wissen, dass jeder Zweite auf YouTube irgendwie Afghan immer wieder in seinen Gameplays zeigt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber damals immer Afghan, Afghan. Afghan ist so eine geile Map in Call of Duty Modern Warfare 2 für die Leute, die es halt nicht wissen jetzt, ne? Diese Map, die würde ich mir schon gerne in einem Map-Pack wieder wünschen. Die muss nicht genau gleich am Anfang im Spiel sein, aber wenigstens in einem Map-Pack. Also das würde ich mir schon sehr, sehr wünschen. Also wenn ihr das seht, dann könnt ihr das bitte machen und vielleicht mir noch Snickers-Eis holen. Wäre auch gut. Ja. Alles klar. Wir zocken jetzt auf Standoff. Ich freue mich. Ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe ihr habt einen langen Penis. Okay, das habt ihr ja sowieso, aber ist egal. Oder etwa nicht. Ihr Mädels. Nee, kleiner Scherz. Was wollen meine Abonnenten einen Penis haben? Die haben höchstens einen großen Penis. Kein kleinen. Okay, los geht's. Eins. Los geht's. Synchronisieren am Anfang. Egal, das ist ein Insider. Hallo, wartet hier jemand auf mich? Nee, wartet nicht. Oh, da kommt der Kumpel an. Seht ihr, das ist das, wenn man hier zockt auf Konsole. Handy! Halt's Maul, Alter, nicht jetzt. Ich mache gerade einen Live-Commentary. Siehst du das denn nicht? Mein Handy spinnt manchmal total rum. Sorry, Alter. Oh, da ist ein Sniper. Der chillt da oben. Der campt nicht, der chillt. Habt ihr schon mal jemanden campen sehen? Nein, die chillen alle. Als würde jemand campen. Ich bitte euch, Leute. Aber die chillen doch bestimmt hier, oder? Hallo? Oh, was machst du denn hier, Digga? Du bist einfach aufgetaucht. Du bist ein Geist, Alter. Du bist ein Geist, der einfach auftaucht. Bam! Habt ihr es gesehen, Alter? Oh, was macht der denn da? Nimm das. Was, Alter? Oh, scheiße. Ah, du musst sterben. Tut mir leid dafür. Der Kumpel ist hier. Oh, na. Das ist aber nicht nett gewesen. Also, da solltest du dich definitiv für entschuldigen. Also, das geht gar nicht klar, Alter. Was ist denn bei dir los, ey? So, da kommt ein Kumpel angelaufen. Da ist auch ein Kumpel. Da kommen wieder ein paar Leute angelaufen. Die habe ich alle bekommen. Die kleinen Motherfuckers. Und den habe ich auch bekommen. Ganz easy. Und nee, den habe ich nicht bekommen. Das war natürlich wieder knapp, Alter. Und der läuft jetzt mir entgegen. Und kühlt mich. Mein Aiming war scheiße. Das war meine Schuld. Ich geb's zu. Das ist meine Schuld. Ein Snickers ist weniger. Spaß. Für den nächsten. Das macht er da. Liegt er da rum? Wieso chillt der da, Digga? Könnt ihr mir erklären, wieso er chillt? Er chillt da, weil er wahrscheinlich chillen will, oder? Ach, verdammte Scheiße, Alter. Was geht denn ab, Alter, mit denen? Da kommt er angelaufen. Aber nicht mit mir, mein Kumpel. Irgendwann ist auch gut. Ich hätte es zurückwerfen sollen. Scheiße. Wenn ich schon die Möglichkeit dazu einmal im Jahr habe, Alter. Kann ich es auch zurückwerfen. Ach, verdammte Scheiße, ich werde angegriffen. Ach, du hast ihn gekillt. Boah, ich bin sehr stolz auf dich. Du hast mich nicht geschützt, du bist ein Arschloch, Alter. Verdammte Scheiße, was geht denn hier ab? Da greift ein Sniper. Ein ganz, ganz böser Sniper von oben an. Boah, hab ich Angst, Alter. Boah, hab ich Angst vom Sniper. Ich kann irgendwie Sniper nicht so wirklich ernst nehmen, obwohl sie schon relativ in Ordnung sind auf PC. Ich meine, auf Konsole. Auch wesentlich besser als auf PC, finde ich. Ach, Scheiße, den habe ich natürlich nicht bekommen. Was denn auch sonst, Alter? Da kommen... Kumpel, nein, der campt da natürlich und bewacht seine Sniper-Kumpels, Alter. Du kleiner Wichser, Alter. Kleiner Camper, Alter. Du brauchst gar nicht zu campen, Alter. Ich weiß gar nicht, was du dir einbildest, aber das wird dir nicht helfen. So, jetzt gehen wir gleich da rein, nachdem ich nachgeladen habe. Vielleicht werfen wir noch C4 vorher rein. Okay, hat nicht geholfen, wie immer eigentlich. Aber, da kommt ein Kumpel angelaufen. Hier, ein Friedensstifter. Fuck yeah. Ich liebe Friedensstifter. Kann man geil mitspielen. Ich weiß gar nicht, jetzt wo die spawnen, aber ich glaube, es sieht so aus, als würden die... was ist das da, Alter?
Oh fuck, Alter. Die Waffe ist übel geil. Und ich sterbe natürlich mal wieder. Aber ich glaube, die Waffe sollte ich mir echt auch freischalten. Habe ich die eigentlich nicht schon? Nee, dazu braucht man so ein Season Pack oder so. Ich weiß gar nicht, wie die was heißt. Aber ich glaube, das sollte ich mir echt ernsthaft holen mal. Komm schon, stirb, Sniper. Scheiße, Alter. Ja, ich will mir meine Zeit jetzt nicht damit verschwenden. Oh, komm, Alter, willst du mich verarschen? Oh! Das nervt mich immer und immer wieder, Alter. Wenn ich die kurz vom... Genau, das wollte ich sagen. Was machst du denn hier, Alter? Chill mal dein Leben, Alter. Verdammte Scheiße. 17 zu 8. Boah, Alter. Das liegt alles nur daran, weil ich aufgestanden bin. Ich wollte auch eigentlich mehr so auf meinen Score achten und ein bisschen defensiver spielen, aber jetzt komme ich wieder so ein bisschen... Ich weiß es nicht, Alter. Was machst du da, Alter? Ey, du hast mein Kill geklaut, Teammate. Schäm dich, Alter. Kein Snickers heißt für dich. So, den kann ich auch nicht killen. Ja, der killt mich natürlich mal wieder. Oh, verdammte Scheiße. Oh, hoffentlich gewinnen wir bald. Ja, das Wichtige ist einfach, dass mein Team jetzt gewinnt erstmal. Ich werde jetzt mal meinen Score einfach nicht berücksichtigen. Pff, als wäre ich jemand sauer. Leute, habt ihr mich schon jemals racen sehen? Ich bitte euch, Leute. Beruhigt euch mal bitte. So, kommt hier jemand lang? Nein, alles gut. Kommt hier jemand lang? Nein, alles gut. Oh, scheiße, Alter. Der rennt da hoch. Was hat er vor? Man weiß es nicht. Was will er erreichen? Verdammte Scheiße. Wie habe ich ihn denn nicht bekommen, Alter? Ich verstehe das nicht. Das chillt sein Leben da unten. Das chillt nicht. Der campt nicht. Das chillt. Und die kommen gleich alle hier hoch. Da bin ich mir so sicher. Ja, ich sehe schon Schatten, Alter. Oder auch nicht. Mann, ich bin mir echt Sachen ein jetzt auf einmal, Alter. Keine Sorge, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wo sind die denn alle jetzt? Ach, da. Na, was machst du denn da, Alter? Kämpfst du mal wieder rum? Da merkt man auch verdammte Scheiße. Übel das Auto. Ich bin nicht mal erster aus meinem Team. Das ist schon ziemlich peinlich, aber ist ja jetzt egal. Wir haben Hauptsache gewonnen. Und ich habe eine bessere KD als er. Was ich sagen wollte, man merkt schon wirklich das Auto-Aim auf der Konsole. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man auf Konsole spielt und auf PC wechselt, dann ist man schlechter, wenn man das Auto-Aim nicht gewöhnt ist. Ah, ich habe irgendwas mal im Auge. Wenn man aber von PC auf Konsole wechselt, dann ist man sogar viel, viel besser, wenn man auch ohne Auto-Aim gut aimen kann und mit Auto-Aim dann sogar noch besser aimen kann. Also das ist schon eine Sache, die wirklich ziemlich vorteilhaft ist. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst jetzt alle da einen Daumen nach oben da, wenn ihr diesen Countdown sehen wollt. Außerdem unterstütze ich mich damit sehr. Also vielen Dank an alle meine Snickers-Eis-Fans da draußen. Und außerdem schreibt in die Kommentare. Genau, das schreibt ihr in die Kommentare. Und abonniert jetzt meinen Kanal, um besseren Sex zu haben. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Shut up!